Moin Moin, liebe Leute und auch heute liebe Landratten und Rädchen. Herzlich willkommen zurück zu Star Trek Infinite. Okay, starke Sonneneruption. Oh, das ist hier unten, glaube ich. Bei New Xindos. Unsere Crew hat verblüffende Informationen über die Eruptionen, die von der Sonne von New Xindos ausgehen, in Erfahrung gebracht. Der Stern scheint umfangreiche Veränderungen seines Magnetfeldes durchzulaufen, wodurch starke und sehr große Sonneneruptionen ausgelöst werden. Einige Untersuchungen zeigen, dass die starken Magnetfelder in der Lage sind, die Kommunikationssysteme von Schiffen und vielen anderen Technologien zu stören. Obwohl das Schiff auf dieser gefährlichen Reise bereits voll ausgelastet ist, hat die Erfassung dieses Phänomens Priorität. Bemerkenswert, wir sollten den Stern studieren. Notsignal der Ornarana. Während der Untersuchung der starken Sonneneruption der Sonne in New Xindos hat die USS Albertani ein Notsignal empfangen. Die Übertragung stammt von Captain T'Jon von der Sanctuary. Oh mein Gott, lol. Ich habe die Folge erst vor ein paar Tagen geguckt. Das ist die Seuche im Deutschen. Das ist die, wo die irgendwie so abhängig sind von so einer Droge, die ihnen der Nachbarplanet oder so zur Verfügung stellt, was ursprünglich mal ein Heilmittel war gegen irgend so ein Fieber oder so. Und Star Trek Lower Decks deckt dann irgendwann Jahre später Elysium, genau, danke Jason, deckt dann erst Jahre später auf, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, nachdem Picard quasi sowas wie einen kalten Entzug den ja als Option gegeben hat, nachdem er die Droge quasi nicht so richtig aushändigt. Okay, der Captain meldet, dass er auf dem Weg zum Nachbarplaneten Brecker die Kontrolle über die Steuerung verloren hat. Eine falsch ausgerichtete elektromagnetische Spule behindert den Abgasstrom seines Schiffs. Trotz ihrer Erfahrung mit der Raumfahrt verfügt das Schiff nicht über die Ersatzspulen und niemand in der Crew ist in der Lage, die vorhandenen Spulen zu reparieren. Eine seltsame Situation. Wie gesagt, ich habe die erst vor ein paar Tagen geguckt und dieser Captain T'Jon, der benimmt sich auch ganz komisch und Riker und Picard werfen sich da am Anfang auch noch so Blicke zu, so, hä, das ist der Captain, wie redet der, warum weiß er vom Schiff gar nichts und warum muss er erst so, ey Leute, weiß einer von euch hier an Bord, wie man eine Spule in dieses Schiff einbaut? So, nö, total weird. Alle Versuche, die Sanction mit einem Traktorstrahl zu erfassen, um das Schiff in Sicherheit zu bringen, sind gescheitert. Da das Schiff seinen Kurs nicht halten kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Crew aus sechs Personen abstürzt. Okay. Verschwenden wir keine Zeit und beamen die Crew an Bord. Das ist auch passiert in der Folge. Oder überlassen sie ihren Schicksal? Das ist der Preis für Unwissenheit. Nein, natürlich nicht. Wir helfen. Wir sind die Sternenflotte. Wir sind hier, um zu helfen. Dann tun wir uns. Oh mein Gott, dafür muss man das Spiel echt wieder lieben. Das sind exakt sogar die Kanister, die sie auf dem Bild darstellen, wie damals in der Folge von 1987. Mann, die Mühe geben sie sich dann. Das Sicherheitsteam der USS Albertani reagiert schnell und beamte die benommene Crew nur wenige Augenblicke vor dem Absturz der Sanction an Bord. Es konnten allerdings nur 4 der 6 Personen, exakt wie in der Folge, auf den ornanischen Frachter herausgebeamt werden. Captain T'Jon traf die befremdlich wirkende Entscheidung, die Fracht zu priorisieren, was 2 Crewmitgliedern das Leben kostete. Die Geretteten sind 2 Omaraner und 2 Brekkerianer. Beide Parteien haben die Entscheidung, die Fracht zu bevorzugen. Damit begründet, dass es sich um dringend benötigte Medizin in Anführungszeichen zur Bekämpfung einer planetarweiten Seuche auf Omara handelt. Jedoch wurde die Zahlung für die Fracht durch den Absturz zerstört und die Brekkerianer weigern sich, die Medizin kostenlos herauszugeben. Die Onaraner haben bestätigt, dass die elektromagnetischen Spulen auf allen anderen verbleibenden Schiffen ebenfalls falsch ausgerichtet sind und dass die Brekkianer noch über keine Schiffe verfügen. Ohne Ersatzspulen kann zwischen Omaranern und Brekkianern vorübergehend kein Handel stattfinden. Beide Parteien haben die UFOP, die United Federation of Planets, gebeten zu vermitteln, in der Hoffnung, angespannte und komplizierte Situationen zu lösen.
Eieiei. Oh, Bedenkzeit finde ich auch gut. Bedenkzeit sorgt wahrscheinlich dafür, dass die süchtigen Onaraner immer dringlicher auf die Herausgabe, wie in der Folge, immer dringlicher auf die Herausgabe dieses Siliziums pochen, oder? Könntest du mal. Chat. Ha, dafür liebe ich ja, dass wir hier einen Chat dabei haben. Chat, was wollen wir machen? Wollen wir das Ganze aussitzen und um Bedenkzeit hoffen? Bitten? Oder geben wir einen von beiden Omaranern oder Brekeriranern die Medizin? Was denkt ihr? Aussitzen? Brekkies oder Omara? Persönlich, um zu wissen, ob diese Story weitergeht, würde ich ja Bedenkzeit. Aber das sollte euch nicht beeinflussen. Denkzeit dürfte das Ergebnis der Serie liefern. Die Option selber nehmen gibt es ja leider nicht. Selber nehmen. Erstmal die Albetani süchtig machen, ja? Super. Würde interessieren, was bei einer anderen Auswahl geschieht. Die einzig richtig interessante Auswahl wäre dann eigentlich wegen dem Einfluss, es den ursprünglichen Eigentümern, den Brekkianern, zurückzugeben, weil dann kriegen wir ein bisschen Einfluss, damit können wir uns neue Sternenbasen leisten. Oder es den Süchtigen, den Omaranern ausliefern für ein bisschen Traditionserfahrung. Also schreibt mal rein. Omaraner, Brekkianer, Bedenkzeit. Mal gucken. Ob wir hier, ich meine, wir sind ja 9 Leute oder so, glaube ich, hier im Chat gerade. Mal gucken, wer die Oberhand gewinnt. Ich sitze das jetzt aus, bis mindestens eine Antwort im Chat steht, Leute. Ich entscheide mich für nicht Option 3. Jason, Cheater. Da jetzt keine andere Option kam, ich entscheide mich. GG, ja. Ich entscheide mich dann mal für den Einfluss, ich weiß, ein bisschen selbstsüchtig, aber den Leuten ihre Droge zu geben, nur damit sie ihre Sucht nach der Droge befriedigen, finde ich halt die absolut worste Option. Deswegen Brekkerianer it is. Mal gucken, ob noch mehr passiert hier. Nächste Meldung. Die Omarianer sind ausgestorben. Oh nee, es geht tatsächlich weiter. Brekkas Glück. Trotz der misslichen Lage, in der sich die Omaraner befinden, können wir ihnen die Fracht nicht ohne angemessene Bezahlung überlassen. Die Omaraner sind sichtlich aufgebracht und werden zusehends unruhiger. Als Reaktion daraufhin haben die Brekkerianer entschieden, die Fracht an die Omaraner abzutreten. Ach was. Ja gut, sie wollen ihren Junkie halt nicht verlieren, ne? Der Dealer will weiter Geld machen. Haben aber auch angekündigt, den Preis für zukünftige Handelsgeschäfte zu erhöhen. In ihrer Verzweiflung haben die Omaraner eingewilligt. Nachdem wir die Geretteten mit elektromagnetischen Spulen ausgestattet und sie zurück nach Omara gebracht haben, können beide Planeten ihren Handel fortsetzen. Die Brekkerianer sind zufrieden mit unseren Eingreifen und haben uns UFOP
die Treue geschworen. Ende gut. Alles gut. Ja, nee, ist klar. Erstmal den intergalaktischen Drogenhandel weiter geschützt hier. So. Jean-Luc. Wie weit bist denn du? Noch eins, zwei, drei Planeten. Und das packen wir jetzt in diese Folge noch mit rein. Oh, neue Forschung ist abgeschlossen. Neue Komponente Gefechtscomputer. Neue Komponente Schnellfeuerpunktverteidigung, gefechtsstützende Zielerfassung und Phaserbank. Phaserbank, ich glaube hier Small, Middle, das passt auch auf die Intrepid drauf. Dann nehmen wir das. We've settled a new world. Und Vordon 3 ist kolonisiert. Ein Bau ist abgeschlossen. War das die Sternbasis hier? Ne, die ist noch im Bau. Hier die Sternbasis ist schon fertig. Hier bauen wir auch eine Forschungsstation. Auf UZ, ne, 4ZU45YG. Ganz griffiger Name. Boah, 700 Tage. We will respect your privacy. Ja. A ways are not likely to change. We have surveyed a new star system. A ways are not likely to change. Construction finished on schedule. We will respect your privacy. We will respect your privacy. Mit wem redest du jetzt nochmal mit den Karin, ne? Kairn. Oh, bescheuerten. So, da verbessern wir mal wieder, bevor die ganz absacken, weil hier sind wir auch von 46 auf 30 runter. Hier bricht die ganze Integration bricht ja hier zusammen. Mann. Hier oben? Oh, hier oben. Wir sind durch. Hält das jetzt für Beverly? Och nö, komm schon. Forsche hier noch? Nee. Mäh. Construction finished on schedule. Er galt halt nicht als Dritter in einer Anomalie befindlicher. Gut, dann. Düst mal darüber. Kriegst du hin. Dann machen wir das halt da fertig. Warum denn nicht? So, Bergbaustation. Ich merke langsam meine Sprache. Riecht langsam echt zusammen. Und sagen, es wird die letzte Folge hier werden. Gibt es im Spiel ein Ereignislog? Oh, nicht so wirklich, dass ich wüsste. Oh, wir haben Trill getroffen. Schizia, komm in meine Arme. Wir erhalten eine Nachricht von Trill Assembly. Sie nutzen ihre eigenen Erstkontaktprotokolle, um mit uns zu kommunizieren. Auf den Schirm. Und wir freuen uns, euch zu sehen. Die Trill, wo sitzt sie denn? Hier oben. Hallöchen. Super, unser Schiff ist hier oben einfach nur eingeschlossen. Prinzipien. Überlaufen von Bewohnern. Wir haben einen Bewohner gewonnen. Sie sind von der Kolonie Malkoria 3. Der Macht der Malkorianischen Republik zu unserer Kolonie Vordon Prime übergewandert. Okay. So, why not? Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, hier gibt es einen Klasse-M-Planeten. Was gibt es hier Schönes? 2020 ist aber schon groß, oder? Construction finished on schedule. Aber hier gibt's 30.
14, 16, 14, 13. We've detected a non-Federation vessel. 10, wo hab ich das jetzt mit 30 eben gesehen? Warte mal. Aufgrund der hohen Temperaturen, allgegenwärtigen Dämpfe und niedriger bis nicht vorhandener Schwerkraft sind Planeten der Klasse N unbewohnbar, sofern keine zusätzlichen Vorkehrungen getroffen werden oder hochwertige Terraforming-Technologie zum Einsatz kommt. Was ist denn hochwertig? Oh, wir haben kein fortschrittliches Terraforming. Ja gut, dann bist du eh außen vor. Dann nehmen wir hier den 20er. Den hier, Terraforming, Abfahrt. Was? Feindliche Flotte? Meine liebe Flotte, wie fliegt ihr eigentlich? Könnt ihr nicht mal direkt irgendwo? Nimmt ihr die für Umwege hier teilweise? Research modeled. Daggers talk. Money howls. Oh, die Klingonen haben das Forschungsabkommen gebrochen. Daggers talk. Money howls. Und nur noch herzlich, nicht freundlich. Oh Gott. Ways are not likely to change. Oh, hier bricht irgendwie immer mehr zusammen. Mission. Können wir irgendwas für euch tun? Schiffe versenden. Die Zivilisation Malkoriana bittet uns um Hilfe beim Verbessern ihrer Schiffsbau- und Umrüstungsprotokolle. Sie besitzen zwar genügend Schiffe, um eine grundlegende Verteidigung aufrechtzuerhalten, aber nachdem sie unsere fortschrittlichen Konstruktionen gesehen haben, war es ihr Entschluss, ihre Militärflotten kostspielig zu modernisieren. Die Zivilisation würde sehr von einem Zugang zu unseren Bauplänen profitieren. Das Teilen von militärischen Spezifikationen würde außerdem alle künftigen Bedürfnisse für beide Parteien erleichtern. Mission Log updated. Mission Log, okay. Technische Unterstützung. Ja, hier, da, komm. Ich mach das mal für dich. Liebe Malkoriana. Wenn das unserer beiderseitigen Beziehungen hilft. Oh Gott. Superbakterien. Stoppen wir den Ausbruch. Mission Log updated. Lassen wir unsere eigene Forschung im Zweifel zweimal kurz warten und unterstützen mal andere. Ressourcen von Jobs plus 5. Ja. Kann man. Beschleunigte Ausbildung. Ich glaube, das könnte die Schiffsbesatzung besser machen. Ja. We have surveyed a new star system. Mhm. So wichtig ist der da jetzt auch nicht. Was fehlt uns denn so primär? Fehlen gerade gar nichts, aber wir können mal hier das Forschungsding uns holen. Daggers talk. Money howls. Wirtschaftsprojekt jetzt auch noch Forschung. Au, 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 au. So, kann jetzt mal einer dieser Integrationsprozesse hier vorankommen? Oh Gott, du bist ja fast.
We will respect your privacy. Ah, come on, das ist jetzt hier aber echt Endphase. Könnten tatsächlich mal irgendwas mit mehr Geld vertragen. Das wäre irgendwie hier. Dafür muss aber die Integration hier abgelaufen sein, weil wir kommen vorher mit dem Bauschiff da nicht hin. Leider. So, Enterprise, bist du langsam mal hier eingetroffen? Oh, sehr schön. Du bist schon Edara-System. Das ist auch nicht allzu groß. Wir sind wieder in Reichweite zu Beverly, liebe Freunde. 190 Tage. Ich sehe unsere Fälle da echt davon schwimmen mit diesen Romulanern. Ich glaube, die Romulaner werden echt. New technology has passed testing protocols. Oh, sehr schön. Neue Phaserbanken. Logistikreichweite Warp. Ja, nehmen wir. So, geteilter Vorteil. Die Zivilisation Makoriana hat unsere Baupläne studiert und viele unserer Schiffsbau- und Ausrüstungsprotokolle in ihre eigene Produktion integriert. Sie haben aus unseren Konstruktionen gelernt, was sie konnten und verbinden sie nun mit ihren eigenen Ideen. Bedankt sich und tschüss und weg. Spannungen 1 runter, 100 Gefälligkeit rauf. Im Mikrobentext waren wir schon dreimal Superbakterien behandeln, den kennen wir auch. 1 runter, Beziehungen rauf. We will respect your privacy. Ah, hier sieht's gut aus. Ways are not likely to change. Okay, hier sieht's auch gut aus. Hier gibt's gerade keine neue Mission. Bei wem bist du? Du bist bei den Malkorianern. Ways are not likely to change. Naja. Ich meine, ist blau. Geht, glaube ich, schlimmer. Ruinen entdeckt. Nach mehreren Jahren haben unsere Siedler auf Wardon 3 eine Vielzahl alter, antiker Ruinen entdeckt. Es müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um zu bestimmen, welche Ressourcen sie enthalten könnten. Untersuchen wir Wardon 3. Mission Log updated. Hat ein Forschungsschiff im Orbit. Haben wir gerade ein Forschungsschiff frei irgendwo? Das Spionageschiff, das kann mal auch ein bisschen auf. Also hier oben vielleicht noch. Jubirundi, das ist ja irgendwie out of order da. Research modeled. Du hast nichts mehr zu tun, dann kannst du das da mal machen. Albertani. Hat auch nichts mehr zu tun. Ist so interessant. Tani, dann geh doch mal hier hinten erkunden. Ingenieursforschung abgeschlossen. Oh, California-Klasse. Wir können die Kelly-Klasse sogar bauen? Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Unterstützungsschiffe mit eigenen Kampffähigkeiten, die auf Zweitkontaktmissionen zu anderen Zivilisationen gehen können. Trotzdem nicht unwichtig. Schöner Text. Uraniumhüllenverstärkung. Oh, Photon-Tube ist aber auch ganz nice.
Ja komm, Kelly, klasse Ideen. Lower Decks ist schon nice. Construction finished on schedule. Gute Nacht, Jason. Ja, wir werden auch nicht mehr allzu lange machen. Diese Folge noch. Mit Beverly noch in meinen Arm halten können zumindest. Construction finished on schedule. Das ist nicht mehr so weit hin. Ein Planet, um genau zu sein, müsste es, dann müsste es fertig sein. Halleluja. Wir haben einen Bewohner gewonnen. Sie sind von der Kolonie Valarus, macht Boliana. Hm. Sind zu uns übergelaufen. So. Forschungsstation bauen. We have surveyed a new star system. Sehr schön. Beverly, Freunde! We've detected a non-Federation vessel. Ja, leider immer noch keine Gesandten frei. Tut mir ja leid. Komm später. Was ist denn, Beverly? Bist du ein Wissenschaftler? Oh. Tödliches Terminal. Bei der Untersuchung der Ruine auf Vordon 3 haben wir ein altes, von Staub und Trümmern bedecktes Computerterminal entdeckt. Seine Seriennummer deutet darauf hin, dass es sich um ein Modell handelt, das in den 1950ern auf der Erde produziert wurde. Was ist denn? C86er oder wie die heißen? 64er? Trotz seines Alters haben unsere Siedler es geschafft, das Terminal einzuschalten und konnten die Daten darauf schnell entschlüsseln. Nach einigen Vibrationen und Alarmen entdeckten wir, dass das Terminal den Zugang zu einem nahegelegenen Raum geöffnet hatte. Beim Betreten eines scheinbar verfallenen Tresorraums entdeckten wir zahlreiche Stasis-Kapseln, fremdartige Geräte und Aufzeichnungen eines gewissen Dr. Anra. Achso. Der vom 20. bis 27. Februar 1955 stammt. Den kenne ich jetzt nicht. Eine Eintragung namens Notfall-Detonationssystem erwähnte, dass unsere Kolonie auf einer großen Menge uralten Bomben errichtet wurde. Oh oh oh. Planetare Stabilität minus 5 produziert Wissenschaft. Vielleicht ist das jetzt so ein Anomalie-Ding? Ne, auch nicht. Okay. Und da ist ein Highway-Note, den sollten wir mal erkunden, damit wir hier schneller durch die Gegend kommen. Da oben sind wir nämlich nicht so beheimatet. Forschen wir hier mal neben den Klingonen ein bisschen weiter. Ihr werdet so nicht wagen. Okay, sie sind schon weggeworbt. Ich wollte gerade sagen, sie werden es wohl nicht wagen. Research modeled. Konnte nicht integriert werden? Was? Ways are not likely to change. We have surveyed a new star system. Also wir können auch das abbrechen. We have lost a true Federation hero. Oh Gott sei Dank. So, aber jetzt haben wir die Integration. Okay, warte. Gleich, was ist eine Kommunikation hergestellt mit Jinai. Wir nutzen ihre, okay, auf den Schirm. Treffen. Bam. Universelle Rechte.
Indem wir andere Zivilisationen als Mitglieder willkommen heißen, sind wir erheblich gewachsen. Auch wenn viele unser Wachstum lediglich als territoriales oder politisches Wachstum interpretieren, liegt unsere wahre Stärke im kulturellen Wachstum. Die Bemühungen, andere zu verstehen und sie willkommen zu heißen, damit sie sich uns friedlich anschließen, sollten nicht unerwähnt bleiben. Die Offenheit der Föderation gegenüber anderen Spezies und Kulturen in der gesamten Galaxie hat dazu geführt, dass das Vertrauen in und Festhalten an ihren Prinzipien sowie ihren Nutzen für alle Quadranten gewachsen. Willkommen in der Föderation. Starburst. Jawohl, ja. So. Ach nö, ne? Ja. Blade. Das andere ist vorbei. Das Event. Och, Manno. Okay, Kriegs- und Erstkontakt abgebrochen. Integration erfolgreich, System erkundet. So, okay, wir haben jetzt ways are not likely to change. Beziehungen verbessern. Mission anfragen. Aber schick mir mal was. Was ist denn hier los mit dem Text? Ich glaube, man soll nicht zu viele Missionsanfragen machen, oder? Das Partikeldeck im System, Klammer auf, Klammer zu, ist eine absolute Katastrophe ausgerottet. Uns erreichen Berichte über Schiffe, die von unberechenbaren Stürmen hoch energetischer Partikel zerrissen werden. Die Region Malkorian verzweifelt über unsere Untätigkeit. Wenn nichts unternommen wird, so sagen sie, werden die ausgetretenen Tetrionen noch zahllose weitere Leben und Schiffe fordern. Zukunft werden wir entschlossen. Haben wir irgendwas nicht behandelt? Mission Log updated. Polaris 5. Tonnageschiff. Aber ja, warum? Ich meine, ich kann da hin, kein Problem mit, aber ist ein bisschen ungewöhnlich. So, was sagen unsere Kolonien? Scroll. Chelko, du hast Arbeitslosigkeit, das ist nicht so schön. Was fehlt uns denn am meisten? Kannst mal ein Energiecredit und einmal Nahrung für dich machen. Bordon. Was ist dasselbe, hätte ich gesagt. Einfach mal, um die Grundbedürfnisse erstmal selbst zu bedienen. Und hier gibt es reichlich zum Nachbauen noch. Aber wir sind auch schon wieder bei 33 Minuten, deswegen würde ich sagen, machen wir das ruhig in der nächsten Folge. Die UFOP ist mittlerweile schon ganz groß geworden, würde ich sagen. Zumindest in der Breite. Ja, nicht in der Tiefe, aber in der Breite. Sind wir gut aufgestellt und wo ich das hier beim nächsten Mal vergesse. Beziehungen verbessern. Passiert, wenn ich zwei Leute die Beziehung da verbessere. Einfach das Ganze mal aufrechterhalten. Sozialforschung ist neu. Neues Welthauptstadt und Gerichte. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder die Blocker. Die Blocker sind halt auch wichtig. Und die Wachstumsgeschwindigkeit. Wir nehmen das hier. Die Wachstumsgeschwindigkeit. Sind das hier niedrige Stabilität? Alter, was ist denn noch Wordon los? Noch ein Wohnkomplex, dann seid ihr damit mal durch. Wordon 3 hier. Frisch.
links. Anführer. Gouverneure. Wir können sogar noch ein paar mehr Gouverneure uns dazu holen. Kosten halt auch ganz schön viel Geld. Michaela Maligan, was bringst denn du? Bewohner, Umerziehungsöffentlichkeit. Wir nehmen mal beide, warum denn nicht? Das mal ganz kurz hier zusammen. So. 85, 80, 5, 85, 82, 92, 100, 82, 100, 83, 89, 92, 96. Okay, die restlichen sehen eigentlich gut aus. Können aber jetzt mal unsere anderen Gouverneurschiffe. Lol, wir haben noch eine Albertani. Die Albertani 2 ist jetzt auch ein Gouverneurschiff. Ah, hallo. Warum kann das Gouverneurschiff denn nichts machen? Our ways are not likely to change. Da kommt, mögt mich. Ihr wollt Teil werden. Oh Gott. Unsere Credits, was ist denn jetzt? Incoming transmission. Vielleicht ein Anführer zu viel. Anführer. Incoming transmission. Ja. Einer weg. Der General kann theoretisch auch weg. Ändert nicht so wirklich viel, wa? Construction finished on schedule. Spionageschiff ist auf dem Weg. Wo ist es denn? Da. Orbit ist dein Ziel. So, Freunde, aber 39 Minuten, bisschen überzogen. Einfach nur, um das hier noch alles einzustellen fürs nächste Mal, weil ich bin jetzt auch langsam echt hundemüde. Deswegen wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß wie ich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Morgen Abend gibt's Star Trek Lower Decks um 19 Uhr und The Orville ab 20 Uhr, beziehungsweise ab 19:30 mit der ersten und 21:30 mit der zweiten Folge Orville. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, ne? Hummel, Hummel, Osmos.